Oberflächenrissprüfung mit dem Farbeindringverfahren sowie Vergleich der Anzeige mit dem Magnetpulverrissprüfverfahren. Ein Wissensfloater der Firma Karl Deutsch Wuppertal mit Videos, Animationen und Hörtexten. Risse an Oberflächen, die beim Herstellen von technischen Bauteilen auftreten, oder Poren, die in Gussstücken vorhanden sein können und durch Drehen oder Fräsen angeschnitten werden, können durch entsprechende Verfahren sichtbar gemacht werden. Hier als Beispiel das Penetrier- oder Farbeindringverfahren. Das Penetrierverfahren, kurz PT für Penetrant Testing, auch Farbeindringverfahren genannt, womit mehr die Arbeitsweise beschrieben wird, ist eine vergleichsweise einfache Untersuchungsmethode. Die Eindringprüfung beruht auf der Kapillarwirkung an Fehlstellen, die offen zur Oberfläche sind, beispielsweise an Rissen, und auf der Saug- und Kontrastwirkung des sogenannten Entwicklers. Das Prinzip ist einfach und das Prüfen erfolgt in 6 Schritten. Zunächst muss der verschmutzte Bereich sorgfältig gereinigt werden. Anschließend wird das rote Prüfmittel aufgestrichen oder aufgesprüht. Das Prüfmittel dringt durch die Kapillarwirkung in den Riss ein. Die Untersuchung wird aus Umweltgründen möglichst in einer kombinierten Sprüh- und Waschkabine mit Absaugung durchgeführt. Nach einer Zwischenreinigung, bei der das überschüssige Farbmittel entfernt wird, wird das Entwicklerpulver aufgesprüht. Nach dem Trocknen saugt der Entwickler das Farbeindringmittel wieder aus dem Riss und verbreitert dabei die Anzeige. Der Rissverlauf wird innerhalb weniger Minuten sichtbar, wie im Zeitraffer-Video gezeigt. Abschließend erfolgt die Dokumentation und gegebenenfalls eine Endreinigung. Hier 2 Beispiele für Farbeindringprüfung. Links das Prüfen einer großen Kurbelwelle mit Auftrag des Eindringmittels mit einer Pumpflasche. Rechts die Prüfung eines Lagersitzes an einem Motorblock. Das schwere Bauteil liegt zur Erleichterung des Prüfablaufs auf einem Drehteller. Der Prüfmittelauftrag erfolgt bei diesem Beispiel mittels Pinsel. In beiden Fällen war das Prüfstück ohne Fehler. Vergleich von Farbeindring und Magnetpulverrissprüfung. Obwohl die Wirkmechanismen beider Verfahren vollkommen unterschiedlich sind, hier die Wirkung magnetischer Feldlinien, dort Kapillar- und Saugwirkung, weisen beide Prüfmethoden doch gewisse Ähnlichkeiten auf. Jeweils wird das Prüfmittel aufgesprüht und in beiden Fällen wird zum Beispiel der Verlauf eines Risses an der Oberfläche sichtbar gemacht. In der Regel erfolgt die Auswertung visuell durch einen Prüfer. Da stellt sich die Frage, weshalb 2 Methoden und gibt es gravierende Unterschiede bei der Anzeige? Anders als die magnetische Rissprüfung, die ferromagnetische Eigenschaften des zu untersuchenden Teils voraussetzt, sind mit dem Penetrierverfahren alle Metalle, also auch Aluminium- und Kupferwerkstoffe sowie die unmagnetischen austenitischen Stähle und sogar Kunststoffe, Glas und manche keramischen Werkstoffe prüfbar. In den meisten Fällen kommt bei der Magnetpulverrissprüfung, MT, ein fluoreszierendes Prüfmittel zum Einsatz, während bei der Eindringprüfung, PET, üblicherweise ein roter Farbstoff zur Rissanzeige dient. Nur bei hochempfindlichen PET-Prüfungen kommen auch fluoreszierende Prüfmittel zur Anwendung. Hier das gleiche Bauteil, eine Schweißnaht an Stahl mit Querrissen, geprüft mit beiden Verfahren. Eindeutig ist bei magnetisierbaren Werkstoffen die magnetische Oberflächenrissprüfung zu bevorzugen. Sie ist das schnellere Verfahren, empfindlicher und liefert mehr Einzelheiten. Die Auswertung muss bei der Eindringprüfung zeitnah erfolgen, weil sich die Rissanzeigen später durch Ausbluten verändern, verbreitern und eventuell überlagern. Die Eindringprüfung ist kostengünstiger, benötigt weniger Geräte und hat den entscheidenden Vorteil, dass praktisch jedes technisch relevante Material geprüft werden kann. Hier noch einmal zum Abschluss der Vergleich der Prüfempfindlichkeit beider Verfahren bei einem defekten Kegelrollenlager Innenring. Links das Penetrierverfahren mit roter Anzeige, in der Mitte das Penetrierverfahren mit UV-Anzeige und rechts die Magnetpulverrissprüfung.